Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu unserer neuen Workout-Wasserwelt-App. Sarah und Vanessa, die haben euch ja schon so ein bisschen was zu unserer App erklärt. Und ich erkläre euch heute einfach mal, wie ihr mit der App eure Trainingspläne aufzeichnen könnt. Du öffnest dazu einfach deine App, siehst dann direkt auf der Startseite deine Trainingspläne und klickst dann unten auf Trainingspläne ansehen. Dort siehst du jetzt drei verschiedene Kategorien. Einmal Trainingspläne von deinem Studio, deine persönlich erstellten Trainingspläne und wenn du ein bisschen runterscrollst, die Trainingspläne, die dir dein Trainer individuell erstellt hat. Dort kannst du jetzt nach rechts und links scrollen und siehst dort alle Trainingspläne, die du einmal bekommen hast. Du wählst dann den Trainingsplan aus, den du heute absolvieren möchtest. Du siehst dann alle Übungen, die heute auf deinem Trainingsplan stehen und fängst an, sie nacheinander abzuarbeiten. Wenn das Trainingsgewicht vielleicht schon gesteigert wurde, kannst du das dann hier manuell nochmal anpassen. Und wenn du die Übung absolviert hast, dann klickst du einmal auf den Haken und die Trainingseinheit oder die Übung wird mit blau abgehakt. So führst du dann dein komplettes Training fort, bis du unten bei der letzten Übung angekommen bist. Dann gehen wir auf Training abschließen und speichern. Du wirst dann umgeleitet zu dem Tag und die Uhrzeit, an dem du es gemacht hast, heute oder wenn du auch vielleicht von gestern deine Trainingseinheit nachspeichern möchtest, kannst du hier das Datum und die Uhrzeit nochmal auswählen und gehst dann ganz unten auf Training speichern. Dann wird das Training in deiner Trainingshistorie gespeichert und du kannst sehen, welches Training du vielleicht letzte Woche oder auch schon diese Woche absolviert hast. Viel Spaß beim Training und natürlich auch beim Punktesammeln, denn mit jedem Tracken deiner Trainingseinheit in der Historie sammelst du 2 Prämienpunkte, die du dann später einlösen kannst gegen Riegel, Kaffee oder Shakes.